nachdem der April bislang eher release-schwach war, wird es am 26. April nochmal richtig spannend, denn für Fans von Aufbau- und Strategiespielen mit Mittelalter-Setting kommt da Manor Lords raus. Und wer auf schnelle, düstere, endzeitliche Science-Fiction-Action steht, der bekommt Stellar Blade, wenn auch erstmal nur für die PlayStation 5. Ursprünglich wurde das Spiel unter dem Namen Project Eve schon 2019 angekündigt. Damals war es noch für PC, Xbox One und PlayStation 4 geplant. Inzwischen hat es einen neuen Namen und erstmal die Konsolenexklusivität auf der PlayStation 5. Taki! Eve, geht es dir gut? Der Ort ist gefährlich. Nimm meine Hand. Ich habe die Demo von Stellar Blade in den letzten Tagen dreimal durchgespielt und bin richtig begeistert von diesem, ja eigentlich könnte man sagen, Erstlingswerk vom südkoreanischen Entwicklerstudio Shift Up. Die hatten nämlich vorher höchstens mal an Mobile-Spielen gearbeitet und jetzt wagen sie sich in den AAA-Markt und machen dabei bislang, wie ich finde, eine sehr gute Figur, denn Stellar Blade verknüpft Gameplay aus Spielen wie Devil May Cry, Bayonetta, auch ein bisschen Nier Automata mit der ein oder anderen Souls-like-Mechanik, zum Beispiel Gegner, die wieder auftauchen, wenn man sich an einem Speicherpunkt ausruht. Ein Ausdauersystem gibt es bei Stellar Blade nicht, dafür schalten wir aber nach und nach neue Fähigkeiten und auch Ausrüstungsgegenstände frei, zum Beispiel neue Anzüge, neue Modifikationen und so weiter. Ist das ein Alpha-Nativer? Mach dich bereit! Stellar Blade ist voraussichtlich ein ziemlich geradliniges Singleplayer-Actionspiel, bei dem wir zwar ab und zu mal Abkürzungen wieder zurück in vorherbesuchte Gebiete freischalten, um vielleicht noch Geheimnisse zu entdecken, und wir können auch ein Schnellreisesystem nutzen, um zu bestimmten Punkten in der Spielwelt zu springen, aber es ist kein Open-World-Spiel. Es geht eher durch enge Straßenschluchten, zumindest soweit ich es bis jetzt in der Demo und auch in den Trailern sehen konnte. Wobei die zerstörte Stadt, in der man am Anfang vom Spiel unterwegs ist, wahrscheinlich nur eine von mehreren Locations ist. In den Trailern waren zumindest auch noch ja, so eine Art Bahnhof oder vielleicht auch so eine Art Weltraumfahrstuhl zu sehen. Das ist ein bisschen schwer zu erkennen, aber es wurde auf jeden Fall Abwechslung angedeutet. Zur Story selbst kann ich noch nicht allzu viel sagen. Ich weiß nur, dass wir eine Kämpferin eines Landungstrupps spielen, die im Intro auf die Erde abstürzen. Die Erde ist von, wie ich finde, fantastisch designten Monstern überrannt. Und unsere Spielfigur selbst heißt Eve und kommt zum ersten Mal auf die Erde. Viele Sachen sind für sie komplett neu. Sie weiß nicht, was Regen ist. Sie weiß nicht, was eine Karte ist. Teilweise ist diese Unwissenheit schon etwas albern, weil was eine Karte oder was ein Buch ist, kann man auch in der Zukunft schon durchaus noch wissen, selbst wenn man schon seit Jahrhunderten nur noch Tablets benutzt. Wir wissen ja auch, was eine Pferdekutsche ist oder was eine Papyrusrolle war. Andererseits ist diese Unwissenheit vielleicht auch beabsichtigt und schon ein Hinweis darauf, dass die Kämpfer, die in diesen Landungstrupps von den menschlichen Kolonien auf die Erde geschickt werden, eigentlich nur als Kanonenfutter missbraucht werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wohin die Geschichte noch so führt, denn wir treffen schon in der Demo einen anderen Menschen auf der Erde selbst, also einen Überlebenden, der sich da bislang durchgekämpft hat, durch diese Endzeit-Monster-Welt. Und die Trailer haben auch schon angekündigt, dass da auch noch weitere Figuren dazukommen. Die Trailer haben übrigens auch gezeigt, dass es später auch Fernkampfangriffe geben wird. Das war in der Demo noch nicht drin. Insgesamt ist das Spiel aber sehr nahkampflastig. Es kommt sehr darauf an, gut zu blocken, gut auszuweichen. Und auch da ist die Demo ein bisschen irreführend, weil bestimmte Standardbewegungsfunktionen tatsächlich über den Skilltree erst freigeschaltet werden. Zum Beispiel, dass man zweimal hintereinander ausweichen kann. Oder dass man für das perfekte Ausweichen oder das perfekte Blocken einen etwas größeren Zeitrahmen bekommt. Das wird man wahrscheinlich in der Vollversion relativ schnell freischalten und dann als Standardsteuerung drin haben. In der Demo musste man dafür so ein bisschen grinden, bis man diese Funktionen tatsächlich schon hatte, bevor die Demo dann mit einem Bosskampf geendet hätte. Also diese erste Stunde kann ein bisschen einen falschen Gameplay-Eindruck hinterlassen, weil das Gameplay, was man da erlebt, gerade was die Timings und so angeht, nicht unbedingt das ist, was man wahrscheinlich kurz darauf dann für den Rest des Spiels erlebt. Also allein schon, was man später an Ausweichmöglichkeiten und auch sehr effizienten
Konteroptionen bekommt, denn von denen hat man im Trainingsmodus oder in einem separaten Bosskampf in der Demo schon einen deutlich besseren Eindruck bekommen. Da ist nämlich viel, viel mehr möglich, da ist die Geschwindigkeit deutlich höher und da entsteht dann eigentlich auch erst der richtige Flow, den ich in der Vollversion erwarte. Also von daher, falls ihr euch die Demo für die PlayStation 5 zieht, spielt sie durch, denn dann schaltet ihr diesen separaten Bosskampf frei und da könnt ihr sowohl mehr Fähigkeiten einsetzen, als auch mehr Ausrüstungsgegenstände ausprobieren. Also zum Beispiel auch schon mal einen Blick auf unterschiedliche Anzüge werfen und auch unterschiedliche Modifikationen, die nochmal die Statistiken der eigenen Spielfigur ändern. Neue Anzüge mit besonderen Eigenschaften kann man craften, dafür braucht man allerdings Ressourcen, genau wie für sämtliche Upgrades. Diese Ressourcen findet man in den Leveln und kann dazu auch klettern, schwimmen, sogar tauchen, muss manchmal auch kleine Rätsel lösen und man kann einen Ping einsetzen, der besondere Gegenstände in der Umgebung markiert. Man kann den Ping aber auch im Kampf nutzen, um getarnte Gegner aufzudecken. Die Spielzeit von Stellar Blade soll laut Aussage der Entwickler übrigens rund 25 Stunden für die Story-Kampagne betragen. Wenn man alle Sachen finden will, dann sollen es wohl so um die 30 bis 50 Stunden sein. Und es wird nach dem Release in einem kostenlosen Update auch noch einen New Game Plus Modus geben. In der Release-Version wird der wohl noch nicht drin sein. Ansonsten zum Thema Microtransaction haben die Entwickler gesagt, dass es maximal vielleicht kaufbare zusätzliche Skins für Anzüge geben soll. Ansonsten ist da nichts weiter geplant. Das war kein Alpha, aber trotzdem stark. Gut gekämpft. Sogar besser als im Training. Wir waren alle zusammen. Doch dann... Dein Körpergerüst ist beschädigt. Wir müssen das Versorgungslager finden. So, und zum Abschluss noch ein Wort zu Bild und Ton. Es gibt eine komplette deutsche Vertonung. Ihr könnt aber auch zum Beispiel auf Englisch spielen und dann trotzdem deutsche Untertitel nutzen. Und es gibt drei Bildqualitätsmodi zur Auswahl. Performance, ausgeglichen und Qualität. Im Qualitätsmodus läuft das Spiel dann nur mit 30 Bildern pro Sekunde, hat aber eine höhere Auflösung. In den anderen beiden Modi sind 60 FPS zumindest das angepeilte Ziel. Ansonsten gibt es aber kaum spürbare grafische Unterschiede zwischen diesen drei Modi, also Objekte poppen nicht früher oder später ein. Es gibt nicht in dem einen Modus dann Raytracing und in dem anderen nicht. Es gibt einfach gar kein Raytracing. Die Beleuchtung sieht aber trotzdem recht ordentlich aus. Überhaupt ist das über weite Strecken, zumindest was die Trailer und auch die Demo so zeigen, ein hübsches Spiel, aber auch nicht ohne Schwächen. Also hier zum Beispiel die Textur an diesem Baum ist nicht gerade überzeugend und auch was bestimmte Interaktivitäten mit der Spielwelt angeht, war ich etwas enttäuscht. Zum Beispiel, wenn man durch Pflanzen durchläuft, dann bewegen die sich zwar so ein bisschen, aber für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig. Da wäre meiner Meinung nach für ein PlayStation 5 exklusives Spiel eigentlich mehr drin gewesen. Und wie so oft bei konsolenexklusiven Spielen gilt auch hier, wer ein bisschen Geduld hat, sollte vielleicht warten, bis die PC-Version kommt, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass da eine PC-Version kommen wird. Und da muss man dann mit der passenden Hardware auch keine Kompromisse mehr zwischen Performance und Bildschirmauflösung machen. Und vielleicht kommt auch das ein oder andere grafische Update noch rein oder die ein oder andere Textur wird aufgefrischt. Aber ansonsten, das Gegnerdesign, die Animationen, das ist alles sehr hochwertig gemacht und also gerade an den Gegnern kann ich mich einfach nicht satt sehen. Ich bin so gespannt, was da in der Vollversion noch an Designs kommt. Dieser teilweise Mix aus fast schon aquatischen Lebewesen, die dann aber doch Beine haben und teilweise Kettensägen-ähnliche Gesichter. Also mal schauen, was die Vollversion in ein paar Tagen macht. Ich bin auf jeden Fall ziemlich gehypt auf diesen Titel und kann euch hoffentlich in ein paar Tagen im Testvideo dann sagen, ob das Spiel diesem Hype gerecht wurde. Falls ihr die Demo schon mal ausprobiert habt, dann schreibt gerne mal in die Kommentare, wie sie euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was euch vielleicht noch Sorgen macht. Und ja, ansonsten war es das erstmal von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Fritz.